Deutsch kommen bei Easy Schubert. Und wir kommen heute zu einem neuen SBB mit dem guten Broski. Was geht denn ab, Broski? Der Toadie-Legende, der Lightning Round-Legende. Der Lightning Round-Hustler. Was der abgerissen hat in der einen Lightning Round war Weltklasse, Digga. Ey, die eine da Lightning Round, das gekackt. War so heftig. Ich hab einfach, so okay, gut. Ja, Freunde, es ist noch eine kleine Rechnung offen. Wir haben bei Broski auch eine Folge aufgenommen. Checkt die auf jeden Fall ab. Sagt nur so viel, ich gerne 500 Euro bitte. Danke. Ja, Jungs, wir haben bei uns den guten CR7, Toti, und Broski hat den guten Fernandes Bruno. Toti. Ein portugiesisches Duell. Genau. Die Sache ist, Jungs, die Vereine sind ziemlich leer. Ne? Möchten wir auch nochmal an ist der richtig. Stelle sagen. Kann nicht sein nach dem Toti. Broski, wie sieht es mit deinem Verein aus? Ganz schwieriges Thema. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Also, was Abstoßendes schmerzt heute richtig, Freunde. Lasst ihr auf jeden Fall für dieses geile Duell ein Däumchen nach oben da. Was wollen wir sehen? 20.000, dies, das, Ananas rein da. In den Lachs, check okay. Broski aus, Freunde. Ich würde sagen, wir spielen 4-2-3-1. Broski spielt 4-2-2-2. Wir haben direkt aufgeschrieben und... wir halten rein. Wir halten rein, komm. Ab. Beim Broski Stürmer und Fedoem Linker. Ja. Okay. Ich gehe im Sturm. Ja, egal. Ja. Joao Felix. Im rechten Sturm. Aha. Und linkes Zettel. Ich stelle gerade auf, ich habe mir, glaube ich, echt wenig Mühe für das Team gegeben und es ist alles sehr obvious. Ich spiele Diego Jota. Rechtes Zettel. Nee. Nee, also links. Linkes. Okay. Ich spiele Bruno link im Sturm. Linkes Zettel. Ja. Diego Jota, rechter Sturm, Joao Felix. Habt ihr beide? Scheiße. Nein, wir haben Rashford und Euse. Leider schießt. Let's go, wichtig, sehr wichtig. Okay, dann halt du rein, wir fangen mit dem rechten ZOM an. Dort steht eine Ikone Dalglish. Kenny! In der Mitte steht Bruno Fernandes, Player of the Month allerdings. Und links steht Joao Felix. Let's go, Joao Felix! Weg damit. Ich hab Figo, Joao Felix und Bernardo Silva. Einer war klar von denen, ne? Was willst du denn da hinhaben? Ja, ein Bronze-Torwart, komm. Oh. Boah, was ein 31er-Move, Digga, direkt. Welchen Dorgel spielt ihr im rechten ZOM? 87er. Ja, guck mal, kannst du eine Bronze-Karte machen, das ist nämlich Stürmer. Ach, scheiße. Der Regelfuchs. Okay, das werft uns jetzt ziemlich durcheinander hier, ne? Sagst du, so Motivation los, ist da. Das werft unser ganzes Team jetzt... Wir sehen uns im Mittelfeld, ciao. Tschüss. Okay, Freunde, wir kommen hier rein. Wir haben gerade zu Broski gesagt, wir hätten noch einen Termin und... Müssen los jetzt. Ja, ja, Mittelfeld, komm, wir halten rein. Stell rein den Laden. Okay, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, ihr werdet mindestens einen haben. Ich gehe im rechten ZOM mit einer Ikone. Das ist Luis Figo. Und... Linkes ZDM gehe ich mit Milner und rechtes ZDM gehe ich mit Oxlade-Chamberlain. Wen habt ihr aufgeschrieben? Wir haben aufgeschrieben Herrera, Fekir und Seedorf. Stimmung ist leicht gedrückt hier gerade. Okay, ja, dann machen wir. Ich hoffe, man kann es erkennen, Leute. Ey, weil Stift ist so am Arsch, aber man sieht es, wenn ich auch. Ich habe irgendwie gar kein. Ich habe auch komplettes Vertrauen verloren. Ja, jetzt komplett. In das Team. Links steht Coquelin. Ah, wenn er schon so macht. Und rechts steht McTominay. Let's go, McTominay. Nächster. Abfahrt. Sehr stark. Digga, ist. Läuft gut. Läuft gut. Das waren die Coins-Probleme. Dann, so, Freunde. Ja, wir kommen. Zu den Außenverteidigern, uns ahnt gerade ganz, ganz Böses. Wir haben nochmal umgebaut auf die letzten Meter. Ja, wer soll zuerst reinhalten? Ich hab Komm, einen. halt du mal rein. Dass wir es hinter uns bringen, Digga, was... Ach, ich sag nix. Das ist das Toadie-Loch. Wan-Bissaka steht rechts und links steht dann Verwandte Mondi. Digga, halt's Maul, das ist kein Prank. Ich hab wieder beide, ne? Das ist kein Prank. Ich hab dir wirklich beide aufgeschrieben, Digga. Das ist kein Prank. Was geht denn hier ab, Alter? Ja, wir fanden uns komplett lustig, ne? Ist das die fünfte Bronzekarte? Die sechste, oder? Ne, fünfte. Digga, das kann doch nicht sein. Hopp. Was ich meine, es gibt da noch. Es ist das Toadie-Loch. Es ist das Toadie-Loch. Wenn du einmal drin bist, in diesem System, dann hilft nichts mehr. Alter, das ist das Toadie-Loch. Ich hoffe, ihr fahrt jetzt, also, ja. Ich fange mal an in der linken Verteidigung. Da gehe ich mit Kollege Jordi Alba. Und in der rechten Verteidigung steht Bellerin.
Robertson, Semedo. Nice, let's go, let's go, let's go, let's go. So, Freunde, wir haben Timo auch wieder eingefangen. Der wollte sich die ganze Zeit drücken, der Kollege. Ich war schon weg eigentlich. Ich bin auch weg. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, Freunde. Es ist einfach, wir sind einfach tief im Loch drin und mehr kann man einfach nicht mal sagen. Unser Team, da passt gar nichts mehr. Nenne ich das Kind beim Namen, das ist komplett zerpflückt, sieht scheiße aus. Und ich hätte gerne, dass Broski zuerst reinhält und wir es hinter uns haben. Ja, Mann. Digga, Mann. Hast du es drin? Das ist so tot, das war das letzte Mal, dass ich den benutzt habe, ja. So, bei uns steht Chris Chito in Form, Romagnoli Olli in Form. Eieiei. Und Consigli in Form. Ich hab Stones, Kunde und Pope. Wow. Jetzt muss ich nochmal ran an den Speck, wa? Okay, haltet ihr rein. Ja, wir haben drin. Bitte, bitte. Ich gehe mit Joe Gomez, dann gehe ich mit, boah, das ist ja so eine harzer Verteidigung, fällt mir gerade auf, Umtiti und im Torbetesting. Loris, Longley, Laporte. Ach du Scheiße. Boah! Ach so du Scheiße. So Mann, hast du gesehen uns im Spiel? Einfach 4 Goldkarten drin. Ich bin so eine arme Sau. Aua. Ja, wir sind eine arme Säue, Digga. Das Toadie hat uns zu armen Schweine gemacht. Oh, Jungs, ich halt mich bedeckt, ne? Ich hab so Angst. Jo. Oh, was? Oh Gott! Ach du Scheiße, warum geht der nicht mal rein? Ah! Und schießt der hin, Digga, das ist CR7! Ja, schade, ne? Das war CR7, Alter! Ah! Ey! Das gibt's doch nicht! Ey! Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, der passt zu spät. 3-mal in 16 Minuten die gleiche Latte-Linie raus, Animation. Oh, fuck. Ja! Digga, das gibt's ehrlich nicht, ne? Das gibt's wirklich nicht. Ich muss hier 4-0 führen, das kann's doch nicht sein. Ist der im Abschlussloch? Ich wusste es. Da geht es back. Hier. Das ist das vierte Mal. Das kann doch nicht sein. Wehe, mir kann Schneider das nicht rein. Wehe, du schneidest meinen ganzen Alu-Körper nicht rein. Du, da steht Oberkörper frei. Ja, der Ordner, ne? Ist gar nichts, die Kumpel. Da macht ihn wirklich. Du Wichser! Ist das geil. Ist das geil. Es ist einfach geil. Es ist so ekelhaft. Jawohl, nein, ich wollte dem Ronaldo mal Skillen beibringen. Jawohl. Oh, jawohl, renn! Bitte! Ja. Ach, du Scheiße. So schlecht. Dann geht das. Und dann so. Und dann so schlecht. Weiß, ich hätte 5-mal legit führen können, ne? Unpopular Opinion, aber das finde ich cringe. Ja. Oh, oh nein. Oh nein. Oh! Oh! Ah, ja! Ja! Ich hab Glück! Nice! Oh, schönes Tor. Schönes Tor. Ganz stark. Und jetzt, Digga, Fernandes. Ich hab bestellt. Muss ich machen, ja. Hab ich bestellt. Ich hab's gesehen im letzten Moment. Den muss ich machen. Ah! Was war denn das? Wie schießt der? Da! Oh, fuck. Oh. Stark gemacht. Oh, danke. Danke, danke. Ich will's echt fühlen. CR7 tot. Das kann für dich fühlen. Halt dein Maul da drüben am anderen Ende. Digga, du wärst durch gewesen. Oh. Ah. Ja, stark gemacht, Digga. Digga, kranker Pass, Alter, GG. War nice gemacht. Passt ein krankes Auge von Timo, ne, wie er den gesehen hat. War echt gut gemacht. Komm, CR7, komm! Ey, hör auf! Hör auf! Hör auf! Ja! Oh, was? Mann, du Krabbe, CR7! Digga, das ist Toti! 2 so riesige Shorts schon liegen lassen, ey! Auf Twitter lest du bitte! Der hat so einen kranken Schuss, der Typ! Ah, jo. Was ist das? Der Hund, guck ihn dir an. Das Spiel ist kaputt. Guck dir diesen Hund an. Diesen scheiß Zeit, die Zeitsau. Oh Mann, Alter. Scheiß CR7!
Das der ist meine Chance. Also absolut verdient, klar, Broski, aber was CR7 für zwei Riesenchancen hatte, auch bitte, ne? Für eine Toadie-Karte ist halt schon wild. Es gibt nicht mehr viel zu treffen. Ja, ist, unser Team ist ja echt am Arsch. Es gibt ich weiß nicht, was wir da gebaut haben oder wie das jetzt hier abgelaufen ist. Wir sind einfach tief im Toadie-Loch und wir beten nach dort oben, dass das jetzt dann einfach bestraft wird. Ich fange an mit dem zentralen ZOM. Das war er nicht. Okay. Das war er nicht. Torwart. Ja! Oh Gott! Maschine, Digga! Es sind einfach nur zwei Bronzekarten. Wir hatten aber erst Bruno noch im Tor stehen. CR7 stand linkes ZTM. Und ansonsten hast du zwei Bronzekarten getroffen. Wer waren die Außenverteidiger? Außenverteidiger waren jetzt dann Bruno und dieser Damen oder wie er heißt. Und CR7, wie gesagt, ZTM. Viel war ja, wie gesagt, nicht mal da. Conclair stand im Sturm. Aber ich hab immerhin mal wieder gegen euch gewonnen, Alter. Aber das wäre jetzt. Das wäre schön gewesen. Also. Das wäre vereintrot. Ja, das wäre vereintrot. Ein paar Coins da, aber. Oh Gott. Glück gehabt, Digga. Aber wie gesagt, Jungs, das war das auch hier mit. Also klar, war das Team ist jetzt so gut irgendwie gebaut, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Todi-Loch, Digga. Wir nennen es einfach Todi-Loch. Wir haken. Es hat angefangen mit dem scheiß Dalglish. Dalglish und dann war der Wurm drin. Wir sind mit blauem Auge davon gekommen. Okay, Freunde, wie gesagt, wir sind raus. Lasst ihr trotzdem ein Däumchen nach oben da. Es kann nur alles besser werden. Checkt Broski aus. Wir sind raus. Haut's da rein. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. Broski.